Es stinkt in den Rebellenvierteln Aleppos und vermutlich dringt der beißende Geruch brennender Reifen auch auf die andere Seite der geteilten Stadt, dorthin, wo das Assad-Regime bestimmt. Immer wieder schauen die Bewohner zum Himmel. Der dichte Rauch soll Luftangriffe erschweren. Entkommen ist unmöglich, denn seit Tagen seien die sogenannten humanitären Korridore dicht, heißt es hier. Überhaupt behaupten viele, dem Regime sei es damit nie ernst gewesen. Es gibt keine solchen Korridore, sagt er. Die Zivilisten können die Viertel hier nicht verlassen. Ich traue dem Regime sowieso nicht. Ich bin vor der Gewalt des Regimes geflohen. Diese Bilder hat ein Kameramann gedreht, der Assads Gegnern nahesteht. Über das Internet schickt er sie zu uns ins ARD-Studio nach Kairo, da wir selbst nicht ohne Lebensgefahr in die Rebellenviertel Aleppos gehen können. Es ist seine Sicht der Dinge. Das muss man dazu sagen, denn im syrischen Bürgerkrieg ist es schwer geworden, die ganze Wahrheit zu erfahren. Jede Seite hat ihre eigene. Abu Amr verkauft belegte Fladenbrote. Heute sind sie 12-mal so teuer wie vor dem Krieg. Einer seiner Söhne ist in einem von Assads Gefängnissen gestorben. Abu Amr behauptet, sichere Fluchtkorridore habe es nie gegeben. Das ist alles nur vom Regime inszeniert, um die Weltöffentlichkeit zu beruhigen. Warum tun die das, fragt der Kameramann. Das Regime will eine Freikarte, um hier weiter das eigene Volk vernichten zu können. Im Moment sieht man in den Rebellenvierteln Aleppos vor allem Kämpfer der Freien Syrischen Armee, kurz FSA. Abu Sharif hält Wache, die mächtigen Dschihadisten der einstigen Nusra-Front mit ihren Verbündeten rennen gerade anderswo gegen den Belagerungsring der syrischen Armee an. Die FSA war einst der Hoffnungsträger des Westens. Doch mittlerweile verhandeln die USA mit Russland, Assads engem Verbündeten. Und Abu Sharif fühlt sich verraten. Der Westen lügt doch auch. Die haben sich mit dem Regime verschworen. Die wollen uns alle umbringen. Der Westen habe Syrien vergessen. Das Schlachten und Morden etwa hier in Aleppo aus den Augen verloren, sagt er. Es gehe nur noch um syrische Flüchtlinge in Europa oder den Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat. Ein Ende des syrischen Regimes, ein Abtreten von Assad fordere kaum noch jemand. Aber damit habe doch alles begonnen. Wir werden weiterkämpfen bis zum Schluss. Wir stehen Seite an Seite mit den Zivilisten hier. Wir haben schon so lange der Belagerung und den Luftangriffen widerstanden. Rauchwolken über Aleppo. Die Menschen ducken sich in den giftigen Qualm und hoffen auf Schutz vor dem nächsten Angriff. So ähnlich muss es wohl in der Hölle aussehen.